So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir sind immer noch hier am Biomech Hauptquartier. Und nachdem wir jetzt in der letzten Folge so frustrierend die News gelesen haben, also die Meldung, die Information. Ich schmeiß mein Mikro weg. Nein! Nicht mein Mikro, sondern mein Mikro-Clipser, mit dem ich hier an- und ausschalten kann. Und was ich natürlich die ganze Zeit mache, um euch zu ärgern. So. Wir quasseln gar nicht lange, wir haben 15 Minuten, es ist 73. 73, genau, es ist 73. Endlich! Ich bin enttäuscht. Ich dachte, du würdest hier eher sein. Bam, bam. Ich sollte dir danken, Bob. Aber meine Truppen haben deinen Bewegungen gefolgt und haben genau. So, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich eigentlich... So, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich eigentlich jetzt hier erstmal die Geschichte gelesen habe, die mir selber jetzt gerade noch absolut unbekannt ist. So. Wow, gut, das ging fix. Ich bin der Meinung allerdings, das war der erste Fight. Das war der erste Fight. Jetzt kann ich zwar speichern, aber jetzt kommt noch ein Fight und der ist richtig übel. Und ich glaube, es kommt noch einer und der geht auch noch. Der hat mich zwar auch damals schon richtig viel Zeit gekostet, aber ich glaube, dann gibt es einen dritten Fight und der ist richtig übel. So. Your victory here is but an empty one. Also dein Gewinn ist gar kein richtiger. I still hold the most powerful crystal of your race. Your race failed to defend. Den deine Rasse leider nicht verteidigen konnte. So, also wie gesagt, ich bin wieder ein bisschen ruhig, weil ich kann es gar nicht so schnell übersetzen. Wie das hier durchgeht. Und vielleicht schaue ich mir mal das Video an und dann mache ich hier einen auf ruhig und gemütlich und schreibe die Übersetzung in die Kommentare. Okay. Geht's jetzt weiter? So. Also, offensichtlich muss ich jetzt die ganzen anderen Karten erstmal hier perfekt bereinigen, weil ich hier natürlich Bauteile suchen muss für
diese Long Range Transmission Dingsbums, also das letzte hätte ich eigentlich übersetzen können, tut mir leid. Aber ihr könnt ja sicher eh alle viele besser Englisch als ich. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es jetzt auch nicht mal wirklich richtig gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, also Galdorf hat sich jetzt halt eben auf seine Weltraumstation teleportiert und Blob will ihm natürlich hinterher, weil Galdorf hat ja diesen Realitätskristall und der verleiht ihm übelst Macht und damit ich ihm aber hinterher kann, muss ich jetzt hier quasi einen Long-Range-Teleporter, also ein quasi, ja, wie übersetze ich das am besten? Also Long-Range heißt halt weite Distanz. So, aber ein Weit-Distanz-Teleporter klingt natürlich total bescheuert. Aber im Prinzip ist es genau das. Also im Prinzip ist es genau, es geht darum, dass ich mich zu ihm aufs Schiff teleportieren kann und das kann ich halt noch nicht, weil die Blobs bisher zwar mit so einem Ding experimentiert haben, aber noch keine wirklichen Erfolge haben und ich natürlich diese ganzen Kristallscherben zum Beispiel einsammeln muss und nicht nur die Kristallscherben, sondern auch noch Baupläne und andere Details und. Das heißt, wir dürfen jetzt alles nochmal spielen. Manche ja nicht mehr. Hier gab es ja diese Graslandschaften 1 und überfluteten Tunnel 1, die haben wir ja schon perfekt bereinigt. Ich muss jetzt einfach die ganzen anderen Karten noch perfekt bereinigen, um halt zur Seitenmission zu erfüllen. Das heißt, ich klicke jetzt hier drauf, ich sag, haben wir da noch Zeit für? Ja klar, haben wir da Zeit für. Ich sag jetzt Start und dann spielen wir das innere Höhlennetzwerk und da muss ich halt noch 5 weitere Mias retten. Ich muss noch 4 Diamanten finden und ich muss noch eine 4-Hit-Kombo mit Granaten machen. Gut, und warum man diese 4-Hit-Kombo mit Granaten braucht, ist mir ein Rätsel. Allerdings brauche ich sie. So, aber wir müssen nicht wieder ganz vorne anfangen. Nein, wir speichern quasi da, wo wir letztens aufgehört haben. Es wird jetzt natürlich trotzdem eine 4-Hit-Kombo mit Granaten wird jetzt natürlich trotzdem hart, weil wir gar nicht mehr so viele Gegner haben, Granaten, um wirklich eine 4-Hit-Kombo einfach umsetzen zu können. Insofern, ach ja, du mich auch. Könnte das ein bisschen schwieriger werden? Ach ja, hier waren die Diamanten, die ich eigentlich schon eingesammelt habe. Wieso laufe ich hier jetzt eigentlich planlos durch die Gegend? Ah, okay. Da geht's gar nicht weiter. Probiere ich das? Ja, das war ein Sprung in die Lava. Eigentlich wollte ich sagen eine One-Hit-Kombo, aber das war natürlich noch mehr Müll als ohnehin schon. So. Mias gibt's da drüben, genau. Ich muss hier wieder raus. So, der Jetpack ist scheinbar offensichtlich auch ganz gut dafür, sich einfach ein bisschen schneller fortzubewegen. Fliegen wir doch mal hier hoch und ach komm, ach, das macht doch keinen Spaß. Ich will diese blöde 4-Hit. Ah. Da komme ich so nicht rein. Komme ich da rein, indem ich da oben rüber gehe? Das heißt, ich fliege jetzt erstmal hier hoch. Ich warte hier gemütlich, bis mein Jetpack wieder voll ist. Flitz darüber. Ey, Alter. Deine Mutter, ey. So, da gibt es 2 Diamanten. Das heißt, ich brauche einen silbernen Schlüssel. Wo auch immer ich den herbekomme. So. Wie sieht's da aus? Da sieht's so aus. Dann fliege ich doch auch mal darüber. Bam, 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 bam. Bam.
Das war jetzt ein bisschen zu abgespaced. Da oben ist Mia. Genau. So, und hier springe ich mich jetzt einfach durch die Wand. Dann haben wir hier einen bronzenen Schlüssel. Und haben hier auch schon alles gesehen, was wir sehen wollten. Dann geht's hier unten weiter. Ja, das wäre eine Kirsche gewesen, aber ist jetzt auch egal. Nein! Ah, doch, Granaten. Ich habe schon befürchtet, dass ich jetzt keine Granaten mehr habe und mir meine Vierer-Kombo natürlich noch schwieriger gemacht wird. Aber ich habe ja noch Granaten, aber das macht meine Vierer-Kombo natürlich auch nicht einfacher. Das muss man auch so sehen. Okay, jetzt habe ich sie. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich alles andere nehmen, bloß keine Granaten. So, habe ich sie wirklich? Ja, habe ich. Gut, offensichtlich habe ich gerade die Lasergun. Eine meiner Lieblingswaffen natürlich. Das war Ironie. Da braucht mir nicht vorhalten, dass ich gesagt habe. Bene, du hast doch gesagt, das ist überhaupt nicht deine Lieblingswaffe. Ist auch nicht. So. Aber ganz ehrlich, so schlimm wie ich sie am Anfang fand, ist sie jetzt gar nicht mehr. Da oben gibt es jetzt zwei Diamanten. Das ist schon mal schön. Dann habe ich die wenigstens. Meine Stimme hört sich gerade ein bisschen komisch an, habe ich so das Gefühl. Gut. 73. Habe ich gesagt, ja. Genau. Ich muss mal auf die Karte spicken. Muss mal wieder auf die Karte spicken. Na, weg da. So, da unten gibt es jetzt also diesen Mia. Ach, Ruhe. Nervet nicht. Und hier gibt es diesen silbernen Schlüssel. Das ist für die restlichen Dingens ganz wichtig. So. Ja, nervet nicht. So. Teleport. Und ganz zum Anfang. Hey, cool. Das ist echt nett. Danke. So. Da wollte ich nicht. Ich wollte das gucken. Noch zwei und noch zwei. Bam, bam. Genau. Ich habe Neil gerettet. Ach, war der... Nee. Der andere ist noch da drüben, sagt's. Okay, dann flitze ich doch mal da hin. Gut, dann flitze ich da doch nicht so hin. Dann flitze ich so hin. Und... Wie. So, Karte. Immer noch da drüben, sagen sie. Und da müsste auch das letzte... Item sein? Nicht da unten? Nee, nicht da unten. Wie komme ich da hin? Na gut. Na gut. Also alles nochmal. Ja. Gut. So. Jetpack ist wieder voll. Flitzen wir darüber. Da ist der Mia. Gut, das heißt, da muss ich irgendwie hinkommen. Da war ich schon. Hier sind die letzten zwei Diamanten. Genial. So. Das heißt, ich muss da irgendwie durch und auf der anderen Seite runter. Um dann wieder rüber zu kommen, glaube ich.
Wie auch immer, wir fackeln hier nicht lang, wir flitzen einfach durch. Wie immer. Ah ja, gut. Ging mir jetzt nicht gut. Aber egal. Die paar Meter, die kriegen wir auch noch so. Sekunde. Ging's da überhaupt weiter? Ich bin gerade ein bisschen verplant. So, aber wir haben die 15 Minuten ja jetzt eh gleich voll. Ja. Da ging's nicht weiter. So komme ich da nicht hin. Gut, gut. Dann, aber es gibt da wenigstens einen Teleporter, der mich wieder ganz zum Anfang packt. Weil offensichtlich muss ich ja nicht dahin, sondern in die andere Ecke. Deswegen... schnapp ich mir den einfach. Flitzi flitz. Und dann bin ich hier. Und dann müsste es ja darüber und dann darunter gehen. Genau. So, und ob das stimmt, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.